Was kann ich meinem Teich noch Gutes tun, um zum Beispiel Technik zu reduzieren? Mein Name ist André Ahrens für Koi-Pond. Sie können Ihrem Teich Mikroorganismen in Form von Milchsäure hinzugeben. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten auf dem Markt. Da sollten Sie gucken, dass Sie sehr hochwertige, frische Milchsäuren bekommen. Was für einen Effekt hat das auf den Teich? Die Milchsäurebakterien sind in der Lage, Ammoniak abzubauen. Das sind die Ausscheidungen der Fische durch die Kiemen. Es ist in der Lage, Algenwuchs zu reduzieren und kann vor allen Dingen auch schädliche Bakterien durch ihre eigenen probiotischen Bakterien verdrängen und sorgen so für gesündere Koi. Wenn Sie Mikroorganismen in Form von Milchsäure einbringen, reduzieren Sie die UV-Lampe. Gleich nach dem Einbringen sollten Sie die Lampe für mindestens 48 Stunden ausschalten. Danach können Sie mal schauen, wie hoch Sie dosieren, ob Sie die UV-Lampe wieder brauchen. Wenn der Teich eintrübt, dann ja, wieder einschalten. Dosierung von unserem Biologik hier zum Beispiel empfehlen wir 1 Liter auf 20.000 Liter Teichinhalt. Und das sollten Sie alle 4 bis 6 Wochen, wenn Sie möchten, wiederholen. So tun Sie etwas Gutes auf rein biologischer Basis. Ja, wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und wir haben Lust, weitere schöne Filmchen für euch zu machen.